Willkommen zum neuen Video. Heute zum kleinen Versuch. In dem Unboxing-Video von dem Filtradschweißgerät hier hat mir dann jemand ein anderes Video empfohlen von dem Manfred Welting, in dem er die Polen vertauscht hatte. Also die Masse hatte dann den Pluspol und die Pistole hatte dann Minuspol. Und das Ergebnis beim Manfred Welting hat dann ein bisschen besser ausgesehen als bei mir. Bei mir hat zwar funktioniert, aber die Naht sah ziemlich bescheiden aus. Mein Hintergedanke bei den Polungen hier war, war die Standardpolung, wie man sie nach 2 Minuten googeln findet, bei MIG und MAG. Da hat die Pistole Plus und das Werkstück Minus, also die Masse hat Minus. Kurze Wiederholung, E-Hand, Elektrode Minus, Werkstück Plus, MIG, die Nadel Minus, Werkstück Plus und Füllrad, das muss ich heute mal rausfinden. Ich bin beim Unboxing einfach von MIG MAG ausgegangen, Masse Minus und anscheinend, das probiere ich heute rauszufinden, hat es nicht so ganz gestimmt. Damit hat die Masse Plus und der Draht bzw. die Pistole einen Minuspol. Für den Versuch habe ich hier noch das alte Stück und dann 2,5 mm Bleche vorbereitet, an dem ich meine Kehle probiere. Inklusive Lack. Ich lasse mal die Einstellungen bei 6 bis 7 in etwa. Okay. Ich bin mal auf Stufe 3 runter. Ich probiere es mal so. Ich probiere es hier erst erstmal schleppend und auf der anderen Seite dann stechend. Okay, ich bin mal bei 4,5 jetzt. Und durch. Also nachdem man sich durch die Schicht Zunder durchgekämpft hat, erkennt man doch eine Schweißnaht. Aber wie man sieht, man hat außenrum ziemlich viel Spritzer. Sehr, naja, nicht materialschonend, sag ich mal so, oberflächenschonend. Stechend. Meine zweite Naht sieht nicht so überzeugend aus. Aber dafür die erste schleppend. Ich glaube, die kann man fast so lassen. Okay, also
Ich habe die Masse auf Plus, den Brenner auf Minus und schleppend. Und hier hatte ich jetzt bei 1,5 mm 0,6 mm Filtrat auf Stufe 4, 3 bis 4 eingestellt in etwa. Wieder ein bisschen schlauer. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen informativ und hilfreich. Teilen, liken, lassen Kommentar da und ansonsten bis zum nächsten Mal wieder.